Die ostdeutschen Provinzen Sachsen und Thüringen hatten mehr als 40 Jahre lang ein zweites Leben. Ein Leben unter Tage, wie die Bergleute sagen. Unter strengster Geheimhaltung wurde hier Uranerz gefördert, aus dem ein gelbes Pulver hergestellt wurde, das man heute Yellowcake nennt. Selbst die, die hier unten täglich arbeiteten, kannten nicht die tatsächlichen Dimensionen des ostdeutschen Uranbergbaus. Er trug den Tarnnamen Sowjetisch-Deutsche Aktiengesellschaft Wismut und war der drittgrößte Uranproduzent der Welt. Allein sein unterirdisches Netz von Stollen und Strecken hatte eine Gesamtlänge, die größer war als der Weg von Berlin nach Moskau und wieder zurück. Erst nach 100 Jahren, erst nach 100 Jahren, wasch ich Hände und Gesicht mir, erst nach 100 Jahren, erst nach 100, erst nach 100, erst nach 100 Jahren. Seit Jahren schon versuchen tausende ehemalige Bergleute, die Spuren ihrer Arbeit zu beseitigen. In Thüringen und Sachsen geht es dabei nicht um die üblichen Hinterlassenschaften des Bergbaus, sondern um gigantische Mengen von radioaktivem Müll. Fünf Jahre lang werden wir das größte Sanierungsprojekt in der Geschichte des Uranbergbaus begleiten. In dieser Zeit verändert sich der Weltmarkt für Uran auf dramatische Weise. Mehr als 30 neue Atomkraftwerke gehen in Bau, etwa 150 weitere sind weltweit geplant. Uran avanciert zu einem der begehrtesten Rohstoffe der Welt. Während der Arbeit an diesem Film steigt der Uranpreis um das 20-fache.